Konzern beginnen, erst alles nice teasern und dann alles wegnehmen. Ja, so ist Leben. Ach, so ist die Welt. Brauchst du uns noch ein Automat zum Hängen? Easy Game. Mein fliegendes Auto hier. Fuck, ich hab verkackt. Ich darf einmal failen. Mindest Level 10, what, mate? Was? Was für mindest Level 10 gefunden? Ich habe jetzt 10k Eddies. Ich bin auf einem guten Weg. Ich habe 2000. 10k Eddies. 10k Eddies und keine Munition. Ja doch, 30 Schuss habe ich wieder. Ich muss meine Pistole ballern. Dieses fucking Outfit, ne? Meins? Ach, nee, meins! Meins ist ja wohl schlimmer. Das bezweifle ich. Du musst in einen extra Klamottenladen gehen und es noch schlimmer machen. Dennis hatte für 150k Eddies. Er hatte. Also, die sind ja weg. Zählt ja nicht. Huch, man kann voll sliden, wenn man im Rennen C drückt. Man kann den Radiosender voll krass einstellen. F. Ja, habt ihr mein Outfit geschickt? Echt schade, dass Delfine nur Laborbecken überleben. Wie sollen sie denn so die Winterschaften überleben? Ja, Nomad halt, ne? Du bist halt. Das passt zu dir. So laufen Nomads rum. Ich sehe da kein Problem. Schwarz und Top ist doch super. Das ist kein Top, das und eine ist so eine Weste. Das ist nur so eine Weste. Ich sehe da kein Problem. Das ist ein Top-Outfit. Ich treffe mich jetzt mit Jackie, by the way. Ich nicht. Ich muss erst noch zu der Frau da. Zu der Militech-Agentin. Ja. Ah ne, da, zu der fahre ich jetzt gerade, genau. Bei der bin ich jetzt. Nicht bei Jackie. Achtung, Leute. Was ist eigentlich mit dem ganzen Nervous Essen, dass man... Ich vermute, das warst du am Apparat. Bitch! Du Schlappe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden! Ein Burrito genommen. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig! Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ja, nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Gib Nachsehen, sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Wer ist Anthony Gilchrist? Kennen wir den? Ich frage nochmal. Hat dieser Schwanzlutscher dir Infos verkauft? Den Typ? Hab ich noch nie gesehen. Ist wahr. Oh, okay, es war nicht gelungen. Ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Ach, er? Okay, nee, den kenne ich nicht. Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Die könnt ihr loslassen. Will wissen, was sie zu sagen hat.
Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Was ist denn jetzt? Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Musst du nur der gelben Linie auf der Map folgen. Ich habe keine gelbe Linie. Dann musst du der Quest auch folgen. Klingt zumutbar. Was ist denn mit dieser Map dabei? Verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, erhalten hinter Datenschutz verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Ah ja. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht. Keine tun. Friseure? Aber versuch mich zu. Sushi. Erstmal den Chip hacken. Oh, möchte ich jetzt entfernt die Malware, die den Splitter infiziert hat, oder eine Kopie des Daemons, mit dem der Splitter infiziert ist? Scheiße. Beides geht nicht. Weil beides geht nicht. Ah. BD, BD, FF, 55. Ja, das geht. Dann nehmen wir BD, BD, FF, 55. Ah, und jetzt geht das weiter. Ich kann alle machen. Ich hab kein Questing. Fuck. Ficken und wir sehen uns. Oh. Eigentum von Militech und unter Zugriff streng verboten. Hoffentlich merkt ihr das jetzt nicht instant. Du machst einen Fehler! Die Schlampe ist schon so gut wie tot! Und sie wird dich mit runterhalten! Hast du es jetzt gefunden? Nee. Ich bin mit dem Auto gefahren und der. Straße gefolgt, einfach nur. Aber ich hab das überhaupt nicht auf der Map. Folgst du der Questor? Ja. Triff dich mit der Frau? Nee, stopp. Ja. Du musst die, drück mal T. Musst du sie erst anrufen. Du hast sie noch nicht angerufen. Oh, mein fucking... Dachte, wieso steht das da nicht? Goddammit. Da steht ja auch nicht triff, da steht kontaktiere, oder? Ne, melde dich bei... Schön, ich hab was anderes. Ciao, Scorpion. Das ist eine Bitch. Alle sind Bitches, außer Judy. außer Judy. Judy. Wow. Ach Gott, ich will nicht First Person sein, das ist einfach nur schrecklich. Beim Autofahren? Ja, und nur Third Person. Oh, Athletik levelt man, indem man einfach nochmal rumrennt. Lustig. Lol. Ah, da bist du ja. Ah. Hey, Jackie. Das hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Wartest du schon lange? Meine Madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also. Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ichule. Oh, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan?
Wir zahlen nochmal, aber mit Militech-Kredit. Hallo? Stimmt, das ist nicht unser Geld, das ist gut. Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, huch, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Er hat mich umgeboxt. Wer? Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die? Ach, diese Gangs sind doch alle gleich. Ich weiß, ich habe nicht mal gesehen, was ich gedrückt habe. Ach so. Bist du schon zu der Frau gefahren direkt? Ja. Ja, okay, da boxt sich der Wachmann um, da kannst du nichts drücken. Das ist, okay, ja. Ich war so kurz, habe ich das gedrückt? Nee, da kannst du nicht schnell. Auch selbst wenn du drückst, passiert da nichts. Na los, kündige unseren Besuch an. Kenn euch nicht. Dumm. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Dumm. Habt ihr einen Scheißtermin? Kennst du auch gleich. In meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Okay, dumm. Hoffentlich siehst du auch dumm aus. Kann ich die einfach schon mal deaktivieren? Ist mir zu heiß. Ach, das ist cool dann auf den Hex. Das ist ja richtig ekelhaft. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Alles ich hab hier ganz viele Nomaden-Optionen. Oh, die hatte ich nicht. Ja, weil du kein Nomade bist. Ich hatte bisher nur eine Street-Kid-Option. Also woanders. Das war jetzt auch gerade das erste Mal, dass ich eine Nomaden-Option hatte. Ich hatte bei Evelyn eine Street-Kid-Option, glaube ich. Hey, was war da drin? Stuck-Shams? Nee. Ich will den Loot haben. Ein Militech-Cluster. Dachte, diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster. So viele Logs, ey, so viel kannst du gar nicht lesen. Personenmine, Schrappenhellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Was? Ich kann mal nicht hacken. Das ist nicht gut. Jackie, wir haben ein Problem, wenn wir gleich flüchten müssen. What the fuck? Was ist hier gerade passiert? Ich habe nicht verstanden, was hier vor sich geht. Wieso hast du nicht verstanden, was vor sich geht? Wieso will die, dass wir unbedingt mit deren Geld bezahlen? Hat Dex nicht irgendwas gesagt, dass wir der schon Geld gegeben haben? Nicht den, wo du danach hingehst, wurde schon Geld gegeben. Oh, okay. Oh, ups. Ihre Karte kannst du jetzt aber hacken und dann, wenn du sie richtig hackst, kriegst du vielleicht mehr als ich. Cool, bleibe. Ja, ich habe das Tutorial gesehen, aber dann habe ich nicht aufgepasst. Jetzt finde ich nicht, wo das ist. Du musst I drücken, Journal. Splitter. Ah, Journal. Dann ganz runter bei sonstiges Militech-Datensplitter und dann Hacken drücken. Und dann machst du die Hacks, die ich die ganze Zeit mache. Oh. Oh je, das
so schief gehen. Fleischsack. Malware neutralisieren. Malware kopieren. Du kannst beide machen. Ich hab 1, 2, 6. Oh je. 5, 5. Hast du das schon mal gemacht oder ist das der erste? Nicht so, wo das so doppelt ist und shit. Weil der andere fängt ja erst später an in der Reihe, siehst du? Der obere fängt ja erst später an. Der hat ja, das 1C steht weiter hinten als bei dem anderen Hack. Oder das, was da auch immer stehen soll. Bei mir stand da 1C. Ich verstehe nicht, was du meinst, aber okay. Das sind noch zwei Optionen. Ja. Und die untere hat vorne zwei mehr Codes als die andere. Die hat komplett... Die haben nur einen Code gleich. Bei mir. Nee, du verstehst, glaube ich, nicht, wie das funktioniert. Hä, was meinst du denn? Nee, ich verstehe nicht, was du meinst. Schick mir mal einen Screenshot. Sag, wenn du hast. Ich loote währenddessen noch deren Lager leer hier. Hast du? Ja, hab ich. Nicht gesagt. Ja, ich dachte du. Ach, bei dir ist der komplett anders. Ja. Hä, dann kannst du ja gar nicht beide machen. Doch. Kann ich. Ah, doch, mit der 5-5. Nee, kannst du nicht, du hast ja nur 6. Ah, nee. Ja klar, du brauchst ja nur 4 für den. Ja, ja doch. Ja, ja, aber ich kann halt nur, ich habe halt genau 6. Ich kann nichts falsch machen. Naja, mittendrin kannst du eh nichts falsch machen, dann ist eh vorbei. Nur am Anfang. BD. Muss halt einmal Trockenübung durchgehen. Kann dann aber immer in beide Richtungen, ne, wenn ich da... Du kreuzt, du kannst nicht in der gleichen Reihe bleiben, du musst die Richtung wechseln. Du kannst aber in beide Richtungen, ja. What? Wenn du... Jetzt habe ich den Screenshot zu. Warte. Hallo, RQ. Ja, wenn ich erst bin ich in der Reihe und dann bin ich in der Spalte. Also nehmen wir mal an, du würdest jetzt mit BD anfangen. Dann nimmst du... Also du kannst das BD oben nehmen in der Mitte. Ne? Mhm. Und du kannst dann nur runter. So, aber wenn du dann die 5-5 nimmst, die erste, die kommt, kannst du nach links oder rechts, aber du kannst nicht nach unten. Ja, aber halt in der, ich kann genau. Halt in der Zeile nach links und rechts, genau. Das wollte ich wissen. Ja, aber du kannst halt nicht in der Zeile weitergehen, wo du angefangen hast. Ja. I know. Guck mal, ob Blue beide kriegt. Ich hab nur eins gekriegt. Ich gehe das jetzt hier gerade eiskalt durch, weil... Ich hab nicht gecheckt, dass der andere bei mir später anfängt als der andere, deswegen habe ich auf den anderen gar nicht geachtet. Oh, das müsste gehen. Du verpasst das? 5 Stunden Cyberpunk. Ich hoffe, mein Kind, das ist richtig. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Hi. Also, was wollt ihr? Hab beide. Nice. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Eigentlich was geht euch das an? Mein Boss hat Break schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen. Die Eddie ist clean. Nope, die Eddies. Hast jetzt Zugriff auf die Eddies da, oder was? Scheiße, da steht, die sind jetzt gesäubert, hat sie gesagt. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Das ist jetzt halt gewaschenes Geld wahrscheinlich. Aber jetzt steht da einfach nur Eigentum von militärisch unautorisierter Zugriff streng verboten.
Bist du taub, verdammt? Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ich will das looten, Dude. Ich hab gesagt, setzen. Ich hab gesagt, setzen. Lass mich doch erstmal chillen. Ich will doch erstmal looten. Ich sag's nur noch einmal, verdammt. Sagst du es echt nur noch einmal? Warte, ich speichere vorher. Oh, ich kann nicht speichern. Okay. Geht auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Screenshot. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel mehr hast. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Ich wohl mal. Also gut. Jackie, I guess. Auto-Chan. Los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Was ziehst du? Skeef. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Muss eine gute Quelle haben. Hat der wieder eine Street Kid Option? Steigert Endorphin und Adrenalin. Sie hat mit Drogen zu tun. Keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Nee, ich will nicht. Danke, brauche ich nicht. Keine Macht in Drogen, was, Prinzesschen? Hier ist er, der Flathead. Modell MT-0D12. So ist die Musik so drakonisch. Militech wird nicht danach suchen. Aber wenn wir die jetzt schon bezahlt haben, und ich hab jetzt nochmal so einen Credit-Chip. Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Und zeig ihn mir. Und ich hab jetzt auch die Malware da drauf. Nur zu. Weggemacht. Also. Merkt ihr doch eh, dass ich da was drum gefuscht habe, oder? Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt. Kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für ein Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Die Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Wird reichen müssen, wir nehmen ihn. Wird reichen müssen. Wird reichen müssen. Was? Du bist aber scheiße. Bin ja gerade am Handeln. Ja, mit Dum-Dum. Ich kenne Dum-Dum. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? War so klar. Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Hab. Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn!
Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt. Nein, ich habe eine Option nicht. Oh, die hätte ich gern gehabt. Ganz im Gegenteil. Aber das ist auch cool. Und er lässt schön Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Ich warte nicht. Kurzschluss oder hier was? Hier ist das Geld drauf. Hey, der Flathead ist ein gutes Stück. Erledigt, was du zu erledigen hast. Auf einmal wird er alle voll gechillt, oder was? Oh nee, okay, das wird bei dir besser sein. Oh oh. Weil ich die Karte nicht richtig gehackt habe, passiert bei mir was. Oh oh. Krieg ich den Quick Hack von dir? Indem du Automaten hackst. Oh fuck! Ich hab immer noch keinen von denen gefunden. Toll, hätte ich auch richtig abballern können, ey. Lol, ich kann über sein Motorrad reden, weil ich Nomade bin. Let's go. Wie soll halt dumm denn so viel aus, ey? Okay. Schnapp dir den Bot und den Kontrollsplitter. Schnell! Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Können wir Royce noch looten? Der ist da drin explodiert. Oh. Vielleicht war auf der Karte ein Virus drauf. Ja, klar war da ein Virus ja, drauf. Den habe ich halt nicht wegbekommen. Ich wollte trotzdem damit zahlen, war lustig. Oh mein Gott. Hat sich gelohnt. Da stand da doch, wenn man den hackt, ist auf dem Welt drauf. Ich weiß, aber es war trotzdem gut. Er wollte das Geld haben. Das Fleisch. Schmeckt förmlich. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's gerade einen anderen Weg? Lass mich eben alles looten hier. So. Ich hab nur einen Splitter. Achso. Ob die das doof finden, dass deren Kreditkarte jetzt kaputt ist? Ich meine, die wollte ja, dass der explodiert. Also, ja, deswegen sollten wir ja damit bei zahlen. Mir, ich bin nur besorgt, dass es sich bei mir dann wundert, dass da nichts passiert ist. Ja, sie höchstens, er nicht. Ja, sie halt. Ich weiß ja nicht, ob die das irgendwie rausfindet. Who knows? Das wird hier im Blick. Vorsichtig! Speichern hier. War aber schön. Scheiße, da ist ein Virus drauf. Einfach explodiert. Die hacken uns. Oh no. Bei dir wird das halt anders. Und das ist das Schöne an Cyberpunk. Bei jedem passiert was anderes. Das ist ja nur passiert, wenn du Mist gebaut hast. Ja, aber das ist doch schön. Ich finde sowas gut. Hallo, Kamera. Du bist tot. Er ist tot. Achtung, die sehen uns sonst. Wie, die sehen uns? Wie sieht er mich? Ladies and Gentlemen, Jackie Wells! Ach, da unten ist auch einer. Netrunner. Wie macht er das? Ja, das ist voll eklig. Ich wurde bei dem ersten direkt gehackt. Der hat mich überhitzt. Die kippt gleich um. Granate juckt ihn nicht. Ist klar. Wer hackt mich denn da schon wieder?
Oh lol. Oh lol, oh lol, 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 das tut weh. Erstmal schön gehackt worden, damit ich brenne, danke. Das ist also, was ich mit den Gegnern mache. Das Überhitzen? Danke, ja. Ja. Kurzschluss. Nee, das ist schon Überhitzen, wie das heißt. Okay, das hab ich noch nicht. Der hackt mich schon wieder. Der hackt mich schon wieder. Wer ist das? Ist er das? Granate rein. Hier, nimm das. Schön, dass du auf der Granate stehen geblieben bist. Wird schon wieder gehackt. Du bist das, ne? Hier, nimm das. Ins Gesicht. Nee, da hängt noch einer. Oh. Schnell, verstecken! Wer ist denn das? Oh, das sind aber viele Gegner. Uiuiui. Gut, dass es Granaten gibt.